Hallo ihr Lieben, wie geht's euch? Neue Woche, neues Glück. Wir sind wieder da, neue Woche. Wir sind in einem anderen Badezimmer, wie man im Hintergrund schon sieht. Ich bin auch froh, diese orangebraune habe ich jetzt lang genug gesehen. Bin jetzt wieder bereit für Farbwechsel gewesen. Genau, wir sind wieder dran. Das alles seht ihr natürlich wie immer nach dem Intro. Von daher, bleibt dran. So, was soll ich euch sagen? Es ist jetzt schon Dienstag Feierabend sogar schon. Gestern habe ich nicht gefilmt. Heute war ich alleine. Der Azubi ist krank, der hat Ohrenschmerzen. Wir haben aber gestern schon ein bisschen was geschafft, heute auch. Ich zeige euch das Ganze mal. So sieht das aus. 60x1,20 m. Hier wird übrigens auch mein neues Nivelliersystem verwendet. Ich bin sehr zufrieden damit. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Wie gesagt, denkt dran. Wenn ihr vorhabt, euch das Zeug mal zuzulegen, guckt auf der Grabo Online-Shop-Seite. Mit meinem Code, der Fliesenleger, da kriegt ihr noch 10% drauf. Gell? Ich schaue euch das nochmal in die Videobeschreibung, falls ihr Bock habt. Ne? Kein Muss, einfach nur so als Empfehlung, weil, wie gesagt, ich finde die Dinger top. Ja, egal. 60x1,20 m. Dunkel. Diese komplette T-Wand hier, also im Prinzip diese T-Wand, ich weiß, erkennt man von oben, ja, wird dunkel gemacht. So, hier der Sitz wird hell gemacht. Ich habe den aber jetzt extra zurückgelassen, weil ich klären will, ob wir den vielleicht auch schwarz machen, weil ich glaube, da könnte cool aussehen, den schwarzen Sitz dann auf der hellen Wand zu haben. Hier wie gesagt hell, hier auch hell. Einmal Duschbereich. So, dann, Badezimmer ist klein. Ich müsste mal in einer Kamera besorgen mit einem anständigen Weitwinkelobjektiv. So, hier sind wir mit der Wand gegangen. Sieht einfach optisch schöner aus als mit dem Waschbecken. Wenn wir hier auf die Fuge gegangen wären, also mit einer Fuge, hätten wir hier noch ein kleines Stückchen gehabt. Deswegen haben wir das nicht gemacht. Und mit der Platte, mit dem Waschbecken, ja, hätte jetzt nicht so schön ausgesehen, wie einfach mittig auf die Wand zu gehen, meiner Meinung nach. Ne? So sieht das Ganze aus. Überall Schienen rundherum. Hier auch Schiene. Hier mit Edelstahl. Hier auch Schiene. Und hier haben wir dann auch noch gefliest. Beziehungsweise ich. Jo. Genau, mehr wird eigentlich nicht mehr gefliest. Es wird noch die Rückwand gefliest, auch mit den Hellen. Ja, das stößt dann hier zusammen, hier habe ich einen Schnitt gemacht. Hier das wird noch dunkel, Klokiste wird dunkel, die Rückwand wird dunkel. Wie gesagt, die ganze T-Wand wird quasi dunkel gefliest. Ne? So sieht das Ganze dann aus. Jo, Boden ist schon gelegt, der Duschboden muss noch gelegt werden. Und dann haben wir es. Ne? Wie gesagt, gestern angefangen. Sind eigentlich schon relativ gut gekommen. Wie gesagt, heute alleine ist kacke, gell? Die großen Platten, alles zu zeichnen, zu schneiden. Hier die Platte, ne? Steckdose, Armatur, Abfluss, noch eine Steckdose. Da hat man dann schon ein Herdlöcher drin. Und das ist alleine natürlich viel Rennerei und ja. Genau, aber geplant war, dass wir eigentlich, morgen ist Mittwoch, Donnerstag, am Donnerstag müssten wir alles soweit liegen haben. Und dann, ja, nächste Woche Fugen. Und ich glaube, dann werde ich schon langsam abgezogen, weil ich soll noch auf einer anderen Baustelle Terrasse liegen. Da geht es langsam aufs Ende zu. So ist das. Ich versuche morgen mal ein bisschen die Kamera aufzustellen. Ich muss einen guten Winkel finden. Vielleicht hier von der Fensterbank aus. Dass ihr mich seht, wie ich die Klokiste fließe oder irgendwie sowas. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ne? Genau, in diesem Sinne, ich springe jetzt mal ins Auto. Und dann fahr ich nach Hause und dann sehen wir uns morgen wieder. Ah, immer diese Lichter hier. So sieht es besser aus. Genau, dann sehen wir uns morgen wieder. Ich schalte morgen wieder die Kamera ein. Und dann geht morgen noch weiter. Hier die Köpfe dann noch machen. Also die ganzen Feinheiten. Ne? Das hält alles noch ein bisschen auf. Vor allem hier oben. Da haben sie auch einfach vergessen zu verputzen. Das wird auch noch ein bisschen gepiedelt. Aber da kriegen wir auch hin. So, in diesem Sinne, bis morgen. Haut rein. Guten Morgen, meine Lieben. Wir sind zurück. Wir sind zurück. So, wir widmen uns jetzt dieser Wand. Das hier übrigens, das wird ein von Emco, gibt es da so, ja, so Kästen quasi, sitzen Herr Bündisch auf den Fliesen, denn hier kann man rausziehen, genau auf Fliesenmaß. Und dann kommt hier Klopapier raus und hier unten steht Klobürste drin. Ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Unten in dem Bad haben wir eins. Ich gehe nachher mal runter und filme euch das, weil es wirklich schön aussieht. Die Platte hatte Papa schon geschnitten. Ihr seht es, die hat es in sich. 60x1,20 m. Hier ist einmal für die Toilette. Ne? Das ist das.
Und das hier ist einmal für den Kasten. So, wichtig bei 6120ern, Wand aufziehen und Rückseite der Platte mit Zähnen aufziehen. Ich stelle jetzt die Kamera auf die Fensterbank. Ich hoffe, dass ihr mich seht, weil das ist ein relativ naher Abstand, also geringer Abstand. Ich hoffe trotzdem, dass ihr mich seht. Und dann lasse ich einfach mal laufen, dann klebe ich die Platten. Und die andere zeichne ich mir dann an, flexe ich drüben. Vielleicht stelle ich da auch mal die Kamera auf, dass ihr mal seht, wie ich die Platten flexe. Jawohl, so war der Plan. Das machen wir jetzt. Als nächstes müssen wir das hier anzeichnen. Na, in dem Fall, die 1,20 Meter Platten sind zu groß, um die anzuhalten und Striche zu ziehen. Deswegen habe ich mir ein Blatt Papier. Ich habe hier meine Abstandshalter reingemacht, von da kann ich messen. Und hier an der Seite habe ich mir auch so 3 mm so welche. 3 mm Plättchen hingelegt, beziehungsweise hingeklebt mit Klebeband, damit ich da meine Fuge messen kann. Ne? Das heißt, wir messen das Ganze jetzt Höhe, also einmal in der Höhe und einmal in der Länge. Und dann gehen wir rüber und übertragen das auf die Platte. Ne? Das bedeutet, wir fangen an hier bei dem Kasten. 9,3, 25,7 glaube ich habe ich. Ne? 9,3, 25,6. So, das heißt, ich zeichne mir hier die Platte auf. So. Und das geht jetzt so. So, dann zeichne ich mir hier auf. 9,3, 25,7 bis hierhin. Dann haben wir hier noch die Drückerplatte. Und die Höhe brauchen wir natürlich auch noch. Die Höhe sind wir bei 35,6. Höhe 35,6. Drückerplatte in der Höhe. Was haben wir hier? 44,6, 56,5. 44,6, 44,6, 56,5. So, und das Ganze jetzt noch einmal hier von der Seite gemessen. 58,7, passt das? Ja, 58,7 auf 78,2. 58,7, 78,2. Jawohl. So sieht das Ganze aus. Damit gehen wir jetzt rüber in den anderen Raum, übertragen das auf die Platte. So Leute, wir nehmen die Platte, die kleinen leichten Fliesen, legen die drauf, holen unser Zettel und zeichnen uns die Maße an. So, ich muss ja jetzt im Kopf anzeichnen, weil ich mir das halt von der Seite messen muss. Ne? Das heißt, 58,7. Ah, super. 58,7. 78,2.
56,5. So, und dann haben wir noch den Kasten, wo Klopapier und Klobürste nachher drin ist. 35,6 von unten. Fuge ist direkt schon mit eingerechnet. 35,6. 9,3 und 25,7. 9,3. So. Jetzt nehmen wir uns unser Grabo, den kann ich nur empfehlen bei großformatigen Platten. Und gehen rüber. Da sind wir schon wieder. So, das hier weg. Kleber an der Wand aufziehen, Kleber rückseitig von der Platte aufziehen. Das werden wir jetzt tun. Diesmal nicht im Schnelldurchlauf. Das sind übrigens. Die habe ich mir hier an die Seite gelegt, um zu messen. Ne? So, das Ding hier kann man reinschieben. Da sind Schrauben, kann man nachträglich noch beistellen. So, schön satt Kleber drauf. Jawoll. Hier, das kann man auch abmachen. Das ist nur drauf gesteckt, da kann man besser den Kleber aufziehen. So, ich habe hier übrigens eine 10er Zahnung. 10er Zahnung und rückseitig auf die Platte 6er Zahnung. Dann liegt die schön im Saft. Schön langsam hin und aufziehen, damit ihr euch nicht durchbricht. Ne? Umso mehr ihr wegflext, desto mehr Schwachstellen habt ihr natürlich. Ne? Auch hier richtig die Ecken mit einschmieren. Das ist wichtig, Freunde. Geht natürlich dementsprechend Kleber drauf, ne? Wenn man Rückseite hoch einschmiert. So, wunderbar. Wir nehmen unser Grabo. Erstmal Platte drehen. Schön vorsichtig. Schön vor das Gesicht. So, wunderbar. Thank you.
Das sieht gut aus. Das sieht wunderbar aus. So. Wo ist mein Gummihammer? Immer suche ich den Gummihammer. Ah, da steht er auf der Fensterbank. So, schön beiklopfen. Hier natürlich ein bisschen vorsichtig, ne, weil da ist die Schwachstelle. Das war's. Schwämmchen sauber machen. Schöne Platten übrigens. Das Video wird bestimmt sehr lang hier durch, aber egal. Viel mehr Handschuhe ich brauche hier nicht zu zeigen. Von daher können wir einfach mal genauer in Detail gehen. So, jetzt nehme ich natürlich hier mein Nivelliersystem. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. 10% noch den kompletten September. Dann werden die rangezogen. Optimal. Passt. Jetzt machen wir oben rum weiter. So, ihr habt jetzt eben gesehen, wie mir die Platten geklebt haben. Ich habe, hier ist so ein Dreckswetter, es riecht am Donnern, Blitzen, Gewitter, es riecht dunkel geworden. Und, ich bin alleine, gell, der Azubi ist krank, der hat Ohrenschmerzen, der ist die ganze Woche krank, keine Ahnung, was er hat, eine Entzündung im Ohr. Deswegen bin ich mich jetzt allein am Rumplaren mit den großen Dingern, hatte ich ja gestern schon gesagt. Auf jeden Fall, ich zeige euch das mal kurz, haben wir hier fertig gelegt. So, ich bin froh, wenn ich aus der Ecke raus bin. Schiene drauf, hier oben auch, Schienen drauf, dann kommt nachher morgen marsch die Köpfe. Jetzt bin ich hier an der Wand dran, die wird wieder hell. Und da oben, meine Freunde, das wird der spannende Moment. Da zeigt sich, ob wir zusammenkommen werden. Ich glaube, jeder Fliesenleger kennt das. Ist jedem wahrscheinlich schon mal passiert. Das sind Fehler, die passieren, die müssen noch passieren bei einem Fliesenleger, weil nur so lernt man daraus. Und zwar, wenn man einfach nicht mehr zusammenkommt. Passiert, ne? Sollte nicht passieren, aber ist schon des Öfteren passiert, bestimmt auch jedem Plattenleger schon mal. Aber heutzutage, wenn man mit Laser arbeitet, genau arbeitet, dann kommt man noch immer zusammen. Aber es sind Fehler, die sind jedem schon mal passiert, muss man noch machen, nur daraus lernt man. Ja. Ich werde mich auf jeden Fall gleich nochmal, ob alles gepasst hat. Männer, das ist soweit, ich habe die Wand jetzt auch fertig und wir kamen zusammen. Sauber, so sieht das Ganze aus. Na, die Wand. Hier oben sind wir zusammengekommen, aber die Fuge muss ich ein bisschen nachschneiden. Ich erkläre euch auch gleich mal warum. Ich meine, das ist immer noch ein Handwerk, auch ich bin nicht perfekt und nicht fehlerfrei. Muss man einfach so sagen, so sieht das Ganze aus. Schön, freue ich mich drauf. Wenn er gefugt ist, sieht das sehr sauber aus, denke ich. Wenn der Sitz noch gemacht ist, hier habe ich mir überlegt, bei dem Sitz werde ich diese Schiene hochgehen lassen. Hier einschneiden, also so ein Dreieck rausschneiden, und dann werde ich die knicken, also so, dass ich hier keine zwei Stücke hinsetze, sondern ein Stück geknickt und dasselbe hier oben auch. Ne? Von hier einschneiden so, einmal um die Ecke biegen, dann hat man hier auch keine so scharfen Kanten, wo man nachher drauf sitzt. Ne? Sieht sauber aus und man hat keine scharfen Kanten. So. Genau, zu der Fuge, warum ich die nachschneiden muss, das kann ich euch kurz erklären. Die Platten sind 60 x 1,20 m. Ne? Ich kann euch das einfach an der Schneidmaschine zeigen. Hier, ach, hier sieht es aus, ey. Dieser Anschlagwinkel ist relativ lang. Ne? Der geht 65 und 65. So, wenn ihr da jetzt eine 60 x 1,20 m Fliese dran legt, dadurch, dass die relativ schwer sind, kann halt sein, dass der sich immer ein bisschen verschiebt. Ne? Nicht viel, aber minimal. Das heißt, es kann mal passieren, dass der Schnitt ein millimeterchen Grad ist. Dann ist es mal vielleicht dann ist mal einen ganzen Millimeter nicht grad schief. Sondern dass der einfach ein bisschen schief schneidet. So, da wir hier zwei Schnittkanten haben, das ist eine Schnittkante links. Oh, ich muss höher halten. Und rechts ist die Schnittkante. Dadurch, dass zwei Schnitte sind, läuft die ein bisschen konisch jetzt, die Fuge, weil das wahrscheinlich dann wieder ein bisschen verzogen war auf der Schneidmaschine.
und ein bisschen schräg geschnitten hat. Das ist aber nicht tragisch. Morgen kann man da leicht, sanft ein bisschen nachschneiden, ein bisschen nachschleifen. Ich habe hier eine wunderbare Schleifscheibe von KGS. Kann ich übrigens nur empfehlen, für Kanten zu schleifen. Super Teil, gibt in verschiedenen Stärken, also Körnung so gesehen. Kann man halt ein bisschen nachschneiden und nachschleifen, dann sieht das top aus. Gell? Also wie gesagt, auch ich bin nicht perfekt, auch ich schneide mal eine Platte schief, mir gehen auch mal Fliesen kaputt. Das ist so, das ist halt immer noch ein Handwerk. Ne? Also bitte nicht denken, dass ich hier irgendwie der King Dingeling bin und immer alles perfekt mache. Ne? So ist das nicht. Aber wie gesagt, auch wenn man nicht immer alles perfekt macht, solange man sich nachher zu helfen weiß und im Endeffekt immer noch so anpassen kann, dass es dann gut aussieht, dann ist alles gut. Gell? Wie gesagt, das ist ein Handwerk, es kommt nichts aus der Maschine. Ne? Ist einfach so. Genau, so viel dazu. Irgendwas wollte ich, glaube ich, noch sagen. Ach so, genau, hier, nochmal zu diesen Dingern. Ich habe die ja jetzt auch das erste Mal in dem Bad hier benutzt, ne? Diese von MB Leveling. Was ich hier dran cool finde, sage ich euch ehrlich, hier sieht man halt, wenn hier Kleber daneben ist. Ne? Warte, habe ich hier noch einen, wo ein bisschen mehr ist? Ah, jetzt gerade nicht. Egal, auf jeden Fall. Ah, doch, hier. Wenn da Kleber dazwischen ist, hier links und rechts. Bei den Keilen wäre es so, wenn ihr die Laschen wegschlagt, brechen die ab und zwischen dem Kleber bleibt der Plastik hängen. Das heißt, ihr müsst mit dem Cuttermesser immer hingehen und den Scheiß rausschneiden. Und das ist mega nervig. Ja, weil entweder kann passieren, dass ihr Platten noch verkratzt. Und es ist halt einfach ultra aufwendig, gell? Ihr müsst euch bedenken, wenn ihr da einen ganzen Boden gelegt habt und ihr habt da dann so 10 Stück, die ihr nachschneiden müsst, das ist richtig ätzend. Und hier ist mir aufgefallen, bei den Dingern ist das nicht der Fall. Selbst wenn da Kleber ist, kann man die wegschlagen, der Kleber bleibt drin, aber da bleibt kein Plastik hängen. Das heißt, man kann mit dem Cuttermesser einfach den Kleber wegkratzen und hat nicht das Problem wie bei diesen Laschen und bei den Keilen, dass da der Plastik hängen bleibt. Und das ist mega Deluxe, also das ist mir wirklich sehr, sehr positiv aufgefallen. Jo. Ich hau ab, ich habe jetzt keine Lust mehr. Mein Rücken tut auch weh, wenn ich so 2-3 Tage mit so großen Platten, da merke ich das in meinem Rücken. Wie gesagt, ich bin vorgeschädigt, gell? Ich habe schon 2 Bandscheibenvorfälle, 2-mal operiert auch. Ist halt leider Gottes so, da bleibt nicht aus, Berufskrankheit. Knie, Klopf auf Holz, die sind auch fit, ne? Ich achte jetzt auch mehr drauf, dass ich Knieschoner anziehe. So, heute hatte ich sie zum Beispiel wieder nicht an. Das ist so eine Sache. Ne? Ah, servus, meine Lieben. So, neuer Tag, letzter Tag. Der Tag ist schon fast vorbei. War ein richtig beschissener Tag bisher, sag ich euch ehrlich. Ich bin wieder wirklich, mir steht es hier, wie sagt man, Oberkante, Unterlippe. Nur Stress heute Morgen, ewig unterwegs gewesen. Schon einen scheiß Start in den Tag gehabt, im Stau gestanden. Jetzt hier meine Arbeit gemacht, alles wunderbar. Unten, wo wir die Terrasse letzte Woche gemacht haben, hat ein Profil gefehlt. Der Fensterbau war jetzt da, hat ein Profil dran gemacht. Hat natürlich die ganze erste Reihe Platten rausgeholt. Habe ich gesagt, okay, die mussten ein bisschen nachgeschnitten werden. Habe ich gesagt, okay, machen wir am Montag. Weil ich habe da steht fast noch einen ganzen Eimer Kleber hier stehen. Ja, die Kundin sagt aber auf gar keinen Fall, das wird heute noch gemacht. Also runtergerannt, die Platten jetzt geklebt. Ist okay, ich kann das irgendwo verstehen. Ne? Aber auf der anderen Seite kann ich doch wirklich gar nicht verstehen, weil wir haben auch unsere Arbeit. Und ja, ich bin der Meinung, ey, die Terrasse ist nutzbar. Ob mir die erste, die eine Reihe waren 7 Platten, ob mir die am Montag gerade beilegen. Ich habe jeden Tag 10 Stunden. Ich habe mir 40 Stunden gleich voll. Bisschen Verständnis. Man ist nicht alleine auf der Welt. Es gibt auch noch andere Leute, die auch Arbeit gemacht haben wollen. Aber ja, soweit kannst du natürlich den Leuten nicht sagen, also machst du die Arbeit. Ne? Hier bleibt alles liegen. Dementsprechend bin ich gerade wirklich nicht so gut drauf. Ne? Aber egal, wir haben ein bisschen was geschafft. Ich habe die Köpfe gemacht, da zeige ich euch jetzt hier die Köpfe hoch. Hier oben sieht man das, ja, die Ablage haben wir gemacht. Dann hier den Kopf auch. So. Und jetzt gehe ich hier an den Sitz. Ich habe die Platten schon beigeschnitten. Ich versuche mal irgendwo die Kamera hinzustellen. Vielleicht kriege ich das hin, hier auf den Boden zu stellen. Vielleicht sieht man da noch ein bisschen was. Genau. Das Ganze wollte ich jetzt auf jeden Fall noch machen. Ich krieg nicht mehr ganz fertig, auch mit den Schienen. Das ist egal, ich mache schon mal die Platten vorne. Und
Oben könnte ich eigentlich auch machen. Ich muss gucken. Und dann schneide ich die Schienen schon mal bei. Oh, super Licht hier. Dann schneide ich die Schienen schon mal, die knicke ich. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Und dann ist ein Tag schon wieder rum. Dann ist Wochenende. Ich bin jetzt so froh. Also wirklich, heute der Tag schon wieder. Der hat mir den Rest gegeben. I can feel it in my bones. And I think twice and more. Got me looking like a clown. Some will always let us down. Tell me I'll be what I eat. Can I do that, got my needs. Post a gun and kill the sound. Some will always let us down. I can tell that you're a dancer. Throwing your hands in the air, that you answer. When I ask you if you want it, you're a panther. I'm a little too for a boy, you a trans girl. I put on left, right, it just says cancer. I can go change if you want to. I mean no things that you don't do. I won't put a foot on the... So Leute, ganz kurz will ich euch zeigen. Ihr seht es hier. Hier. An diesem Kopf. Den habe ich jetzt, will ich ein bisschen ausspachteln, damit ich da nächste Woche meine Schiene drauf machen kann. Ich erkläre euch jetzt, wie man das macht. Ich habe da jetzt dick Kleber drauf. So, ihr wollt ja, dass das im Winkel abgezogen wird. Dafür holt ihr euch einfach ein Reststück Fliese. Ihr habt hier, seht ihr das, gute Kante. Nicht die Schnittkanten, die guten Kanten. Das ist ein rechten Winkel. Die haltet ihr euch hier dran und drückt die hier an eure Kante und könnt dann so abziehen. Dann lauft ihr auch nicht Gefahr, dass das aus dem Winkel läuft. So sieht das aus. So, hier sind jetzt ein paar Klumpen, weil der Kleber natürlich jetzt eine Stunde gestanden hat oder noch länger, habe ich euch ja gesagt. Das sieht natürlich nicht so schön aus. Ich versuche halt jetzt noch einmal ein bisschen klumpenfreier zu machen. Vorher muss ich einmal den Akku von der Kamera wechseln. So Freunde, ich gucke einmal in die Kamera. Hallo. So, guck. So wird das abgezogen. Also wie gesagt, einfach ein Stück Fliese. Die zwei guten Kanten haben immer einen rechten Winkel. Könnt ihr drüber abziehen. Kann man jetzt so trocknen lassen. Und dann kann man da die Schiene drauf geben. Schiene habe ich schon mal geschnitten. Erkläre ich euch jetzt. Das ist die Schiene. Warum habe ich das rausgeschnitten? Einfach aus dem Grund, damit wir das knicken können an der Stelle. Ich habe mir beide Maße geholt. Ich habe mir hier das Maß geholt, bis zum Knickpunkt. Und dann nochmal das Restmaß. Das bedeutet, jawohl, das bedeutet, ich habe falsch rumgeschnitten. Ah, bin ich ein Spasti. Ah, wie dumm. Jo, das wäre hier los gewesen. Schon so falsch rumgeschnitten. Bitte. Weil die kommt ja so drauf. Hier muss der Knickpunkt sein, hier oben. Ach, das ist kurz vor Feierabend, ich merke es schon. Egal, die machen wir noch gerade. Die Schiene hier kann ich ja eigentlich benutzen. Das hier stört nicht, die schneide jetzt auch da oben rein. So, jetzt haben wir es richtig rum. Das heißt, das Ganze könnt ihr jetzt so biegen. Leicht, ne? Nicht übertreiben. Anhalten und gucken, bis wohin ihr biegen müsst. Gut, heim muss so ein Stück. Passt schon. Perfekt. Wunderbar. So habt ihr keine scharfe Kante, weil zwei Schienen aneinander stoßen. Ihr habt eine Schiene, kann man dann noch ein bisschen hochsetzen. Und dann kommt die nächste hier oben drauf und die wird auch gebogen. Ne? Das ist schon alles. So sieht das dann aus. Also noch einmal die Nahaufnahme. Ich halte jetzt einfach mal so da dran. So. Ja, mit einer Hand ist schwierig. So. Gut, da muss noch ein bisschen beigedrückt werden dann. Ne? So. Ist jetzt schwer zu zeigen. Wenn man das mit Kleber setzt, ist halt alles ein bisschen einfacher. Ich zeige euch das einfach am Montag, wenn ich es dann klebe. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall deutlich angenehmer, als da zwei Schienen zu stoßen und dann eine scharfe Kante zu haben. Ne? So ist das. Jo Leute, wie gesagt, das war's. Was wollte ich noch sagen? Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es ist jetzt zu kurz geworden, ich weiß es nicht, das sehe ich immer erst bei der Bearbeitung, ne, beim Schneiden. Ja, ich wollte ja noch ein Video über Burgruhen machen, das wird doch kommen. Wollte ich eigentlich letzte Woche machen, aber da ist ja zum Geburtstag, sind wir ja weggefahren, so Überraschungstrip.
konnte ich das Material noch nicht abholen. Deswegen werde ich das jetzt machen und ein Video drehen. Und dann kommt bald nochmal ein Video über verschiedene Burgruinen und so. Auch sehr interessant. Vor allem ist es ein sehr cooles Burgruinen-Set. Werde ich ein bisschen genauer was erzählen. Aber egal, in diesem Sinne, ich habe jetzt Wochenende. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Denkt dran, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Kommentieren, wie auch immer. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr immer so zahlreich zuschaut. In diesem Sinne, ich hau jetzt rein. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Fliesendigger. Peace.